Also, ich weiß nicht, der Sound von ihm ist einfach irgendwie so ein ganz eigener. So, er macht halt so, es klingt irgendwie so schon so ein bisschen indie-rockig fast, so sehr sphärisch, aber halt auch Rap, ne? Also, es ist halt so eine Mischung irgendwie. So, Freunde, Lightsword ist zwar leider nicht mehr im Chat, aber weil er mir erlaubt hat, weil er es ja war, auch auf einen seiner Tracks noch zu reacten im Stream, machen wir das noch eben als Abschluss und danach kommt noch was Lustiges. Also dieses Video wird wahrscheinlich dann viel später rauskommen als das lustige Video, was schon draußen ist, vermutlich. Aber wir werden jetzt nochmal in Endlich Finden das Intro von der Kassette 1 EP von Lights Out reinhören. Den Dude kennt halt echt kaum noch wer. Ich bin gerade gar nicht bei SoundCloud angemeldet. Habe ich noch gar nicht gemacht, seitdem ich den neuen PC habe. Aber wir werden jetzt in Endlich Finden Intro einmal reinhören. Und mal schauen, wie der Track so klingt. Ich würde sagen, ich schalte den einfach an und dann mache ich wieder die nur ich Ansicht, weil jetzt SoundCloud die ganze Zeit nur zu sehen. I don't know. Let's go. Atmosphärisch. Kann das sein, dass der Track irgendwie ein bisschen lauter ist? Also, kommen wir so vor. Ich werde, glaube ich, mal die Lautstärke ein bisschen runterschalten. Aber auf jeden Fall bisher schon mal sehr atmosphärisch. Ich meine, das ist auch das Intro, aber es startet schon mal auf jeden Fall gut. Dich endlich mal zu sehen, jetzt komm doch mal zu mir. Ich schreibe für dich hier schon wieder einen Text, doch du hast dich versteckt. Also komm doch einmal raus, oder ist es denn schon aus? Ich glaub, es war perfekt, wie es einmal lief. Und jetzt bin ich so alt und doch im Paradies. Ich zieh mit dir, wohin du willst, solange du bei mir bleibst. Ich hoffe, dass du kapierst, dass du alles für mich bist. Und jeder dich vermisst und dich alle irgendwie wollen. Doch du drehst deine Runden und dir ist es scheißegal, was du mit uns machst. Du bist immer für uns da, danach hab ich dich verpasst. Wir ehren dich nicht, also rennst du immer ständig weg. Komm raus aus deinem Versteck und lass uns einmal reden. Du musst mir vergeben, ich glaub, ich bin bereit für dich. Du wunderschöne, 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 wunderschöne. Also, ich weiß nicht, der Sound von ihm ist einfach irgendwie so ein ganz eigener. So, er macht halt so, es klingt irgendwie so schon so ein bisschen indie-rockig fast, so sehr sphärisch. Aber halt auch Rap, ne? Also es ist halt so eine Mischung irgendwie. Ich habe es ja in meinem Video genannt, Indie-Rock-Rap. Und ich finde es auf jeden Fall ganz cool. So, es hat so was sehr Eigenes auf jeden Fall. Und das finde ich ganz nice. So, ist auf jeden Fall was, ist ganz chillig so. Also, und dass er sein Album einfach so auf Vintage-Kassette 1 nennt, so, das ist aber auch gut passend, so, weil allgemein seine Mucke auch so ein bisschen so ein Vintage-Vibe hat. Finde ich auf jeden Fall passend. Ja, auf Wo bist du? Haben wir ja schon reacted. Den gibt's auf meinem Channel.
auf meinem YouTube-Channel. Aber ey, ich mag den Vintage-Vibe da drin tatsächlich. Also es ist cool. Das hat auf jeden Fall was. So. Also ich mag so Retro-Stuff auch ab und zu ganz gerne mal auf jeden Fall. Der Ritter schreibt auch, ich oute mich mal als Retro. In meinem Setup ist auch ein Kassettenplayer drin. Ehre, also Leute, also ich habe zwar keinen Kassettenplayer mal, aber es ist schon cool. Wiebke so, oh krasses Reveal, ich bin geschockt. Joni, der Ritter so, das nutze ich sogar ab und zu. Oha. Ja, also ist cool, dass du noch einen Kassettenplayer am Start hast. Ich glaube, das Ding könnte man auch gut auf dem Kassettenplayer hören. Ich meine, das Ding heißt doch Kassette 1. So, aber auf jeden Fall, ich mag so diesen Vintage-Style. Das ist auf jeden Fall viel Potenzial da, so, wenn man diesen Style weiter durchzieht und so. Finde ich cool. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch die ganze EP mal gönnen. Lights Out gibt es auch auf Instagram. Könnt ihr gerne auschecken. Aber dann wäre es das dafür auch schon gewesen. Wir wollten das ja eben recht kurz halten, so am Ende noch, weil er ist ja auch nicht mehr im Chat, aber dass wir das trotzdem noch gemacht haben, weil er es erlaubt hat.